Das hier ist ein Teil des Forschungsprojektes über die Zucht von Lucanus cervus cervus. Ich werde mal schauen, was in diesen Boxen gegangen ist. Da war ein Paar eingesetzt am 16.05.15, das ist jetzt 7 Monate her. Ein Weibchen 37 mm und ein Männchen 67 mm. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, was hier geschehen ist. Was wir schon mal sehen von oben ist, dass hier eine Raupe rausschaut. Die ist vermutlich sogar schon L3, ist aber noch nicht so eine große. Das heißt, in 7 Monaten ist die jetzt schon so groß gewachsen hier. Die hat 7, 8 Gramm. Ja. Mal schauen, ob wir noch mehrere finden hier. Das heißt, die sind jetzt erst... Wenn das Pärchen im Juli eingesetzt wurde, August, September, Oktober, November, die sind vielleicht 4 oder 5 Monate alt jetzt, diese Larven, falls sie noch mehr hat. Oh ja, schauen Sie mal, alles voll mit Larven von Lucanus cervus cervus. Hier überall, ich werde die mal rausnehmen und mal zählen, wie viele das sind. Und natürlich muss ich dann dringend hier ein neues Futter nachreichen. Voilà. Also jetzt können wir hier beginnen, die mal ein bisschen zu zeigen. Wir werden danach gleich schauen, wie schwer die größten von denen geworden sind. Da hat es also noch mehr davon. Es hat auch ein bisschen viele Regenwürmer da drin. Und das Material hier ist komplett zu Erde verarbeitet worden. Das heißt, es hat hier gar nicht mehr viel eigentlich Material mit Holz drin übrig, sondern es hat vor allem diese roten Kompostregenwürmer drin und eigentlich ein komplettes verarbeitetes Erdmaterial hier. Wenn wir die mal da ein bisschen zur Seite gehen. Ja, da hat es ja riesen Mengen an Tieren drin. Wenn man die berührt, dann zischen die ein bisschen. Die machen ein Geräusch, die Larven, vor allem vibrieren sie so ein bisschen. Das machen sie mit Hilfe der Beine, die sie aneinander reiben, können sie so ein Zischen. Hey, schauen Sie mal, diese vielen Raupen, die jetzt da rauskommen, fallen immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. 7 Monate alt, diese Tiere, alle hier. Schauen Sie mal. Cervus, Cervus, das ist die einheimische europäische Unterart. Die lässt sich wirklich ganz einfach züchten. Schauen Sie mal diese Menge an Larven, die wir jetzt hier rausnehmen. Aus dieser Kiste von einem Pärchen, das im Juli da erstmals eingesetzt wurde. Und das ist noch lange nicht fertig. Da unten hat es noch mehr von den Larven. Ja, und da fahren immer noch mehr raus, noch mehr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, das sind jetzt schon 20 hier. Ja. Eine Riesenmenge. Zeigt euch, dass das Lucanus cervus problemlos 20, 30, ich würde sogar eher mehr sagen, Eier ablegen pro Paar, wenn es denen einigermaßen gut geht. Das heißt, wenn sie nicht zu früh sterben, aus irgendwelchen Gründen, sondern lange genug leben können, um dann diese Eier am richtigen Ort auch abzulegen. Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz für das Material. Hat auch hier ab und zu mal eine, die verstorben ist hier. Also das ist die erste zwar, die ich hier sehe, aber das kann natürlich auch vorkommen. Aber da unten, da sieht man auch, das ganze Material ist da voll durchlöchert von den Raupen. Und da hat es auch noch viel mehr. Ja, da kann man noch viel mehr. Ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir die nicht da davonrennen. Ja, am besten da in die Schale hier rein.
Dann können Sie nämlich bei Bedarf dann auch ein bisschen abtauchen. Der Boden war hier vorbereitet mit einer Lehmschicht, dass die Tiere dann bei der Eiablage merken, wenn sie hier untertauchen, dass sie jetzt sozusagen im Bodenhorizont angekommen sind, wo es nicht mehr gross weiter runter geht. Das hat sich sehr gut bewährt, hier diese Methode. Und da habe ich natürlich weißfaule Hölzer eingelegt, die die Tiere zernageln können. Ah, das hört noch lange nicht auf hier mit diesen Raupen. Es hat noch viel mehr da drin. Ja, überall sind sie noch zu finden da. Da haben wir wahrscheinlich von einem Gelege wahrscheinlich 40 oder noch mehr solche Reiher. Das hört nicht auf, sind sie, die sind da unten in Mengen, sind die da noch zu sehen. Ja, die sind jetzt aufbewahrt worden im Keller bei einer Temperatur, auch bei der hochsommerlichen Temperatur, die nie über 15 Grad raufgeht. Das heißt, die Raupen fanden hier genau das Wetter vor, sozusagen, das sie sich eigentlich wünschen, nämlich schöne kühle Temperaturen. Ja, das ist noch nicht fertig, da in jeder Ecke sitzen sie noch. Sehen prächtig aus, diese Larven, das muss ich also sagen, die sehen gesund aus, gut genährt auch. Aber ich glaube, jetzt ist dann der Boden etwa erreicht. Man sieht hier auch in dieser Lehmschicht haben sie noch Löcher gebohrt, um da irgendwie noch weiter nach unten abzutauchen. Ja, das ist so die Ausbeute hier. Ich kann mal zählen, 2, 4, 6, 18, 12, 14. 16, 18, 20, 30, das sind einmal 32, bloß da noch einige gestorbene, 33 solche Larven. So, was muss ich machen? Jetzt natürlich blitzartig denen wieder neues Material zum Fressen reichen. Holzstämme und dann zurück in die Kiste. Wunderbarer Anblick hier, prächtig, eine Freude für jeden Züchter von Käfern. Lucanus cervus, cervus hier, ein prächtiges Gelege von einem Paar vom Juli 2015 eingesetzt. Und jetzt ist Januar 2016 und die sehen schon so groß aus. Mal schauen, ob wir hier ein bisschen die größte, oder wir machen hier eine kleine Durchschnittsrechnung. Wir nehmen mal etwa 5 von den größeren raus, legen sie auf die Waage. 1, 2, 3, 4, 5, 40 Gramm, 5 Stück, 8 Gramm pro Raupe, nach 5 Monaten. Also eine rasante Geschwindigkeit. Es wurde ja viel geschrieben, fälschlicherweise, dass die Tiere so lang brauchen, weil sie doch so mühselig in diesem Eichenholz fressen müssen. Ist natürlich alles falsch. Die Raupen, die Larven fressen relativ schnell und die sind schon innerhalb von 5 Monaten sind die bereits im L3-Stadium in dieser 22-Liter-Kiste drin. Geht also alles viel schneller und rasanter, als man gelegentlich gemeint hat. So. Schauen Sie im englischen Kanal weiter, wie ich die Box weiter zubereite. Ich muss dann gleich 2 Boxen machen für diese vielen Tiere. Da geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen.